Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach deine Bootreihenfolge im BIOS ändern kannst. Ich zeige es an einem MSI Mainboard. Los geht's! Um also ins BIOS zu kommen, starten wir zuerst unseren Computer neu. Beim Neustart drücken wir direkt zum Start die Entfernen-Taste, um das BIOS zu öffnen. Bei MSI ist es die Entfernen-Taste, bei anderen Mainboards kann es aber auch die F2 oder die F10-Taste sein. Die gängigsten Tasten findest du unten in der Videobeschreibung. Sind wir im BIOS angekommen, wechseln wir oben rechts vom Easy Mode in den Advanced Mode oder wir drücken F7. Im Advanced Mode wählen wir dann links den Punkt Settings aus. In den Settings wählen wir dann den dritten Punkt mit Boot aus. Im nächsten Fenster finden wir dann den Reiter Fixed Boot Order Priorities. Hier bei Punkt 1 können wir dann auswählen, von welcher Quelle der Rechner als erstes starten soll. Wir öffnen den Punkt und können hier zwischen unserer Festplatte, einer CD oder zum Beispiel einem USB-Stick auswählen. In meinem Fall soll er von meiner Samsung SSD booten und ich wähle mir die Samsung Evo aus. Wenn auf der Samsung-Platte allerdings kein Windows gefunden wird, können wir bei Punkt 2 die nächste Bootoption festlegen, wie zum Beispiel einen klassischen USB-Stick. Legen wir das so fest, versucht er also erst von der Festplatte zu booten und danach vom USB-Stick. Wenn eure Festplatte in den Bootoptionen jetzt allerdings nicht aufgeführt wird, dann müsst ihr weiter nach unten scrollen. Bei den beiden Punkten UEFI oder Hard Disk Drive Priorities könnt ihr die einzelnen Festplatten auswählen. Wir drücken also auf Hard Disk Drive Priorities und können hier bei Bootoption 1 zwischen all unseren Festplatten auswählen. Wählt hier eure Festplatte aus, von der ihr gerne euer System starten wollt und Windows installiert ist. Ich wechsle hier einmal von der Samsung SSD zur Crucial. Gehen wir danach zurück, wird jetzt unter Bootoption 1 anstatt der Samsung Festplatte die Crucial SSD ausgewählt. Und das soll's auch schon gewesen sein. Wir drücken nur noch oben rechts auf das X, speichern unsere neuen Einstellungen und starten den PC neu. Und damit haben wir unsere Bootreihenfolge erfolgreich geändert. Wenn ich dir also weiterhelfen konnte, dass du deinen PC wieder starten kannst, dann unterstütze uns doch gerne durch ein kostenloses Abo und drück auf den Like-Button. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünscht deine TestVenture Crew.